Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spelunky, dem Trip des Pedobärs. Falls ihr euch gefragt habt, wo der Pedobär abgeblieben ist, weil er irgendwann in den Weiten des Internets verschwunden ist. Ja, er wurde hier eingesperrt, aus Gründen der Sicherheit. Aber er versucht rauszukommen und dieses Abenteuer lebt er hier. Wird er es schaffen, aus diesem Horrorerlebnis, so, das war vielleicht nicht das Schlauste, aber okay. Also auszubrechen. Würde er es schaffen oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns hier alle stellen. Tada. Gut. Ja, begleitet ihn auf seinem schrecklichen Weg durch die Horrormine und weiter so. Egal, lass uns aber auch hier spielen. Ja. Kein Wunder, verliert er immer. Pedobär ist ja quasi böse. Und darum. Und das Böse gewinnt ja selten. So, okay. Ja. Das lohnt sich schon. Meiner Meinung nach lohnt sich 1,5 gegen 1 Seil. Okay, das hat sich auch gelohnt. Mal leider. Aus welchen Gründen auch immer will ich genau dahin. Toll, vielen Dank, Spinne. Genau die musste mir Schaden machen. Diese Spinne. Ja, aber sonst keine, nur Spinne. Tut mir leid, da packe ich eine Bombe hin. Hätte ich vielleicht woanders hinpacken sollen, ja. Hab vergessen, der Mobs ist ja noch. Aber ich habe hier noch eine Bombe. Okay. Dann kann ich ja. Hier weiter, naja, hinsprengen. Ja. So. Okay. Das war eine gute Sache, denke ich mir. Auch wenn ich einen Schaden bekommen habe. Aber den haben wir jetzt quasi auch wieder negiert. Und weiter geht's. Mal sehen, wie weit ich diesmal kommen werde. Mobs ist so süß. Monty. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber auch mal sind das gekrabbelt. Zack. Geld und eine Mine. Oh, wir haben genug Bomben. Wir befreien diese Fledermaus. So. Haben nebenbei noch ein bisschen Ersatzgold bekommen. Und nochmal das hier. Okay. Tot. Vielleicht ist da oben was. Also bleiben wir erstmal hier oben. Nein, scheint nichts zu sein. Habe ich nicht gerade Mobs gehört? Oben vielleicht? Nee, da war halt gar nichts. Da unten ist der Schlüssel jedenfalls. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Wie viel kostet nochmal ein Seil? 2,5. Ich gönne mir eins. Okay, schauen wir mal. Also, ich glaube nicht, dass ich da unten irgendwo hinkomme. Nee, nicht beim Schlüssel. Dann machen wir den hier. Genau. Außerdem gibt es hier noch was Schönes dazu. Jo, hier kommen wir doch hin, okay. Jo, dann. Zack. Ah, da will ich nicht hin zu der Fledermaus. So. Die habe ich nochmal getötet. Schick, schick. Schick, schick, ja. Erinnert mich an ein dummes Spiel. Ein gutes Spiel. Dieses. Schick heißt eine Kreatur, also nee, ein Mensch, ein jemand. Naja, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Oh oh, ja. Genau das wollte ich haben. Ah, das ist eine Panik, oh toll. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich beides wegkriege. Aber nee, natürlich nicht. Oh, ich habe noch eine Bombe. Da hätte ich mal besser aufpassen sollen. Vielleicht treffen wir noch einen Bombenleger. Gehen wir weiter also. Also ein Bomben-Dings hier. Neige. Jo, wir spielen 4 Minuten. Das ist eine schöne Ansage. Ja, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Jo. Jo. Was machen wir also? Du belebst nicht, sehr schön.
Okay. Oh, das war ja. Der wollte es wissen, glaube ich, oder? Hm. Oh oh. Hatte Angst. Aber nichts passiert. Okay. Ich habe keine Bombe mehr. Ui, verpeilt, dass ich null habe. Also, dass nur noch einer habe, habe ich vergessen. Okay, dann ja, habe ich Pech und krieg keinen Bombenleger hin. Keinen Bombenverkäufer natürlich. Na, ja, da komme ich nicht hin. Das lohnt sich auch nicht für das bisschen sich zu verrenken. Dann nehmen wir unsere wertvolle Waffe hier mit. Schauen, was da drin ist. Töten eine dumme Kreatur da. Also eine Schlange. Nehmen einen Mops in die Hand. Genau. Renn nicht in diese Fallfalle. Töten irgendwas. In einer Vase. Und ja, gehen hier weiter. Mit meinem Steinchen in der Hand. Eine sehr zuverlässige Waffe. Und Antwort auf vieles. Oh Mensch, oh, da sollte ich aufpassen. Und weiter geht's. In die Tiefen. Ja, 5,39. Hm. Was machen wir hier? Nichts, da gehe ich nicht lang. Ja. Tada. Nee. So machen wir es einfach. Juhu, das hilft mir. Gerade, lol. Was war das? Stirb. Den Mobs hole ich mir später. So. Es würde mir helfen, wenn ich nicht gerade so dumm. Stirb. Stirb. Okay, den Mobs hole ich mir dann auch mal. Ja. Hoffentlich ist meine Waffe am Leben. Das ist nämlich schon toll, wenn man die hat. Erleichtert einem schon das eine oder andere. Ja, weiß nicht, aber kann man nicht vorstellen, dass das so war. Ja, Mops, du kannst sie alle bewegen. Darum gehe ich hier erstmal hin. Okay, bevor er doch noch wegläuft, da läuft er mir ja schon in die Arme. Oh, oh. Das ist wirklich eine Spinnenebene. So, wir haben die 1500 bekommen. Und der Mops ist noch im Leben. Sehr schön. Warte, den können wir abknallen. So. Ja, so. Gold habt ihr auch sicher bekommen. Ja. Spinnenebene ist so furchtbar. Sage ich mal. So. Okay. Also her mit meiner Knarre. Wenn ich schon nichts habe, keine Bomben, habe ich wenigstens sowas. Okay. Und natürlich unendlich viel Gold. Hm, okay, weiter geht's, würde ich mal sagen. Und wir haben 7 Minuten oder 8 Minuten gespielt quasi. Ja. Da töten wir ein paar Äffchen. Und den töten wir auch. Dich töten wir auch. Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber ich konnte es. Hm, da könnte ich was opfern. Mache ich aber jetzt nicht. Das ist wohl. Hm. Okay, noch mehr Seile statt Bomben. Why not? Wo auch immer der hergekommen ist. Okay, wir machen es einfach. Für Opferpunkte haben. Na, von hier geht's leider nicht. Aber egal, ich stoße hier dann einfach runter. Nein, ist ja gar nicht so schwer. Okay. Jo. Danke, dass wir hier gekommen sind. So. Hm. Tot. Oh ja, Tatsache, hier ist also. Bringt ja viel Kraft.
Achso, hier ist noch ein Job, der mir natürlich Bomben bringt. Oder irgendwas anderes. Da unten ist ein Job auf jeden Fall. Okay. Toll, mit einem Mops. So, den habe ich getötet. Haben wir hier noch irgendwas? Weiß ich nicht. Ich habe gerade so viele Seile, da kann ich trotzdem mal schauen. Außerdem noch viel Opfermaterial. So. Der springt gleich. Wow. Genau, und verwandelt sich. So. Hier haben wir noch sowas. Jo. Einen blauen Frosch werde ich lieber nicht. Ob sich das lohnt. Die ganzen Seile da. Ja, tut mir leid eben, ne? Da kann ich nichts machen. Jo. Das ist schon Nummer 3, egal, Geist. So interessiert mich gerade nicht. Oder? Schon nicht so leicht im Geist. Oh, oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das versuchen sollte. Egal, der ist gerade da, also kann ich doch machen. Vielleicht bekomme ich ja was Tolles. Haha! Okay, machen wir es so einfach. Hab nichts bekommen, oder? Naja, schade. Soll ich noch den Mobs kaufen? Oh, hier muss ich lang. Nee, ich glaube. Wo ist meine Waffe? Dass ich jetzt weitergehen sollte. Danke, Geist. Du hast mir die Entscheidung leicht gemacht, dass du so nah warst. Ja. So, tot. Was auch immer das war. Zack. Ja. Oh, oh, fuck. So. Dich lasse ich nicht am Leben. Niemals. So, hier sind wir auch weiter. Okay. So, auch geschafft. Jo, warum sprudelt das da so? Hä? Keine Ahnung. Aber das soll mich nicht weiter belasten, oder? Haha! Tot. Lassen wir mal meine Knarre hier. Und schauen, ob es da irgendwas gibt, wozu ich sie überhaupt brauchen könnte. Da gehe ich aber nicht hin. Die Ranias sind nervig. Und für einen roten Rubin werde ich nicht Schaden riskieren. Nipp. Okay. Okay, das haben wir auch. So. Mobs in Sicherheit gebracht. Und weiter geht's. Ja. Mittlerweile haben wir 12 Minuten gespielt. Okay. So. Da ist nichts. So. Für nichts habe ich mich hier in Gefahr begeben. Ja. Und wäre wahrscheinlich die Unachtsamkeit noch fast gestorben. Okay. Da unten muss ich hin. Vielleicht ziehe ich da noch Bomben. So, danke, dass du gestorben bist. Ja. Und dann die ganze Kiste voller Bomben. Bringt mir nur nichts, weil ich glaube, diese Ebene kommt nur einmal vor. Na, super. Ich mache hier eine Bombe hin. Vielleicht geht es dann auch nicht mehr. Und da. Okay. Und wir können ja noch schauen, ob hier irgendwas war. Da ich jetzt ein paar Bomben ab, können wir auch mal sowas machen. Ja. Da ist der Mobs. Das ist ja mir aber nicht wert. Tut mir leid. Hab ja genug Life erstmal. So.
Okay. Ich schätze, ich gehe aber hier weiter. Dann sind wir gleich bei der Eisebene, oder? Noch nicht, aber nächste Runde. Außer ich sterbe natürlich. So. Ja. Da hat er sehen ruhig auf sein Ende gewartet. Und er hüpft in sein Ende. Ja. Egal, da gehe ich aber nicht hin. Und da mache ich was kaputt, dank dem Preis, der mich da erwartet. Okay. So. Das haben wir hinter uns. Ja, ist nicht unbedingt perfekt gefallen. Der Diamant da. So. Haben wir aber auch bekommen. Oh, das wollte ich nicht. Sind die tot? Naja, jetzt auf jeden Fall. Ohne dass ich Schaden bekomme. Freut mich. Zack. Auch den habe ich erledigt. Oh ja, auch den und den Fall. Da unten ist auch noch ein schöner Schatz, den ich mir gönne. Tot. So. Ist hier noch irgendwas? Ach, egal, ich will das gar nicht wissen. So. Zack. Ein Mops für nichts, den nehme ich trotzdem mal mit. Will aber doch wissen, was da ist. Okay, nichts. Dann lassen wir es. Wir gehen weiter in die Eisebene und hoffen, dass wir nicht in den Tod stürzen. Yippie, mit unserer Knarre hier. Und wir sammeln weiterhin fleißig Kohle rein. Natürlich. Ja. Wir sind gut bewaffnet, aber können weiter hier rüber rumlaufen. Ist hier irgendwas? Oh Mensch. Schon mal nicht. Also hier in den Tod zu stürzen, ist wohl nicht so schwer. Machen wir hier weiter? Hier ist auf jeden Fall noch was. Okay. Dann kann ich ja weiter hier. Oh. Meine Bombe platzieren wir nicht. Okay, hier ist noch was. Super. Und hat den Mobs getötet. Und mich, weil ich nicht drauf geachtet habe. Oh mein Gott. Oh, das war's. Spelunky. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und seid wieder dabei, wenn ich durch Unaufmerksamkeit in den Tod stürze. Oder mich durch Kringel des Todes berühren lasse. Ciao.